Also Mami, hier siehst du eine der Richard-Wagner-Boxen. Ja, ich habe sie ja schon in der Entstehung gesehen. Erst schön sauber und dann immer weniger sauber und jetzt so wie sie jetzt sind. Ja. Und das ist ja gut. Das ist gut. Ja. Und das ist eben die gelbe oder goldene Box mit dem Elch, der hat irgendwas gegessen. Und das ist der Valhalla Club oder die Valhalla Lounge. Ja. Hier geht es einfach noch ab. Also Evolution ist zu sehen, die drei Fragezeichen, man soll nach Hause gehen, Home to Daddy. Also das Gemütliche wird dargestellt. Ja. Ja, hier sieht man auch Richard Wagner. Ja, das ist der Chef. Ja, ja. Hier ist seine Hose. Ach Gott. Ja. Und hier steht auch Bleireuth, da sehe ich keine Probleme. Aber da, du hast hier Howard. Also hier habe ich jetzt Cowboy Tante Troll draufgeschrieben. Ach so. Tante Troll ist ja Karl May. Ja, genau, ja? Damit bin ich ja aufgewachsen. Ja, genau, ich auch. Du auch. Ja, du. Ja, ja. Ich ja, auch. Ja, hier mit dem Öl. Rot-Gelb ist ja nun eben sehr liebenswert und freundlich. Freundlich, fröhlich, ist ja auch Geburtstag gefeiert worden. SpongeBob, Patrick ja, sind alle da. Ich weiß, mich knutscht der Richie, also Richard Wagner. Man muss Richard Wagner eben lieb haben. Das ist das Entscheidende. Also wenn man Richard Wagner hasst, dann sollte man auch nicht, nicht sich mit Richard Wagner beschäftigen und auch keine Inszenierung machen. Mhm. Nicht? In Bayreuth ist das ja gerade sozusagen Trend. Man lädt Regisseure ein, die Richard Wagner abgrundtief hassen oder scheiße finden oder nicht mögen. Und dann denken sie, würde was Geiles passieren. Aber du musst ja Kunst lieben. Also ich meine, irgendwann mal hört der Zynismus ja auf. Also, und ich sollte ja in Bayreuth eben Regie machen und Bühnenbild und Kostüme, aber die haben plötzlich gemerkt, der Mese liebt Richard Wagner zu sehr. Das können wir hier nicht gebrauchen. Also wir brauchen Zynismus. Ne? Also, du hast mir einfach keinen Zynismus mitgegeben. Mal wieder etwas, was ich versäumt habe. Ja. Nicht, aber Richard Wagner sagt eben Schnurzpipe. Ja. Ist mir egal, Schnurzpipe ist doch egal, Schnurz egal. Und hier steht, was ist die Zukunft? Diktatur der Kunst, Kunst sei dein Chef. Erzbleireuth, bezogen Blei, Captain Blei. Ne? Ich bin ein großer Befürworter von Captain Blei und von Captain Ahab oder von Two-Cutter. Ich bin kein Fan von Fletcher Christian. Ja? Der hat die Brotfrucht nämlich nicht geliebt. Sondern der wollte Tahiti, was ja gut ist, aber dann muss das Ziel auch Tahiti sein und nicht die Brotfrucht. Also man muss schon, es muss immer um das gehen. Da bin ich nicht mehr so ganz firm. Nee, also Captain Blei ist ja sozusagen losgesegelt, um die Brotfrucht nach England zu holen. Und die ganze Besatzung dachte plötzlich, es geht um Tahiti. Also aber es ging ja um die Brotfrucht. Also, Bei Moby Dick geht es ja auch um Moby Dick. Ja, also genau, Moby Dick kenne ich besser. Ja. Und hier sieht man halt die Perücken, hier sieht man den deutschen Wald. Hier steht, mein Schwein pfeift dich nach unten rumme. Also. Ja, du hast ja immer mit der Schrift. Immer mit der Schrift und der Sprache. Und der Elch ist eben der Chef im deutschen Wald. Und hier sieht man Venus, Tenebrae, Venus. Tenebrae ist einer der Filme von Dario Argento. Ja. Ist einer meiner Lieblingsregisseure. Und das sind ja immer Hommagen an die jeweiligen Figuren und liebe SpongeBob. Und jetzt zeig mir mal die nächste. Ja.